Rund 80.000 Euro Schaden ist nach Polizeiangaben am Sonntag beim Brand eines Stall- und Lagergebäudes in Grüppenbüren in der Gemeinde Gandacker See entstanden. Bei der Alarmierung gegen 11 Uhr hieß es zunächst, dass ein Schweinestall brenne. Es befanden sich aber keine Tiere im Gebäude, stattdessen landwirtschaftliche Maschinen und Fahrzeuge, die zum Teil zerstört oder stark beschädigt wurden. 5 Feuerwehren mit mehr als 100 Einsatzkräften waren rund 3 Stunden lang mit der Brandbekämpfung beschäftigt. Zwar konnte das Feuer im Gebäude ziemlich schnell gelöscht werden, schwieriger gestaltete sich aber die Bekämpfung von Glutnestern unterm Dach. Da im Material Asbest vermutet wurde, arbeiteten die Feuerwehrleute unter Atemschutz, der Brandort wurde abgesperrt. Vollgesperrt war auch die Kühlinger Straße in Grüppenbüren. Die Gäste einer goldenen Hochzeit, die in einem benachbarten Gasthof beginnen sollte, wurden nach kurzer Zeit aber zur Feier durchgelassen.